Hallo Luftfahrtbegeisterte, ich bin Thorsten, ein Real-Life Airbus Pilot und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute tauchen wir in die aufregende Welt des Online-Fliegens mit dem Microsoft Flight Simulator und VATSIM. In diesem Tutorial werde ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie du dich auf VATSIM registrierst und deine ersten Flüge online absolvierst. Dann lass uns gleich loslegen und abheben. Um online auf VATSIM zu fliegen, benötigst du einige grundlegende Dinge. Punkt 1 ist der Microsoft Flight Simulator. Ich gehe davon aus, dass du diesen bereits besitzt. Zweiter Punkt wäre ein Headset und ein Mikrofon in einer guten Klangqualität. Der dritte Punkt ist ein VATSIM-Konto und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Euer VATSIM-Konto bekommt ihr auf VATSIM.net. Die Adresse werde ich aber auch in der Beschreibung nochmal verlinken. Dann kommt ihr auf diese Seite. Dort könnt ihr ganz rechts oben auf Join gehen. Hier könnt ihr euch registrieren. Ich würde euch auf jeden Fall raten, das durchzulesen. Ich kann euch jetzt vorab schon sagen, ihr müsst euch mit eurem richtigen Vor- und Nachnamen anmelden und ihr müsst mindestens 13 Jahre alt sein. Dann könnt ihr hier unten eure ganzen persönlichen Daten eingeben und wenn ihr fertig seid, auch den Haken machen und hier auf Registrieren klicken. Bevor du mit dem Fliegen anfangen kannst, musst du noch als neues Mitglied einen sogenannten S0-Kurs machen. Dieser S0-Kurs ist darauf ausgerichtet, sicherzustellen, dass neue Mitglieder über das grundlegende Wissen verfügen. VATSIM sollte dir deswegen eine Willkommens-E-Mail schicken, in dem alle Informationen drinstehen, wie du diesen Kurs finden kannst. Wie schon erwähnt, wenn wir uns einloggen, sind wir auf der MyVATSIM-Seite und dort findet ihr unten bei Education auch das sogenannte Learning Center. Hier findet ihr allerlei Informationen, die VATSIM, aber auch die Luftfahrt betreffen. Ich würde euch empfehlen, bei den VATSIM Basics anzufangen. Dort ist zum Beispiel ein Punkt auch der Pilot Client, zu dem wir gleich kommen. Aber auch, wie mache ich einen Flugplan oder wie suche ich mir ein Rufzeichen aus. Wenn ihr den S0-Kurs erfolgreich bestanden habt, dann steht erstmal eure Online-Fliegerkarriere nichts mehr im Wege. Wie kann ich mich denn nun auf dem Netzwerk anmelden? Das bringt uns zum sogenannten Pilot Client, also der Software, mit der ihr euch auf dem Netzwerk anmeldet. Kurze Information, ich habe vorhin nur den Microsoft Flight Simulator angesprochen. Selbstverständlich ist dieses Video-Tutorial auch für Leute, die X-Plane 12 haben. Beide Pilot Clients werde ich in der Beschreibung unten selbstverständlich verlinken. Wir fangen mit vPilot an. Das ist der Pilot Client für den Microsoft Flight Simulator. Da kommt ihr auf die Seite und dann klickt ihr oben links einfach nur auf Download und dann könnt ihr euch die Stable-Version runterladen. Im Moment ist das die Version 3.8.1. Für die Leute mit X-Plane 12, die kommen auf diese Seite und dort drückt ihr auch einfach auf Download. Und dann müsst ihr entscheiden, welches System ihr habt. Ihr habt euch bei VATSIM angemeldet, wart erfolgreich mit dem S0-Kurs. Habt den Pilot-Client für euer jeweiliges System runtergeladen. Was macht ihr nun? Nun, ihr startet den Flugsimulator eurer Wahl. In meinem Fall ist es jetzt Microsoft Flight Simulator. Sucht euch einen Flughafen ab, von dem ihr starten wollt. Achtet aber bitte darauf, dass ihr nicht auf einer Runway spawnt, sondern dass ihr euch ein Gate aussucht. Das stellt ihr euch erstmal. In meinem Fall ist das Bravo 15 in Berlin-Brandenburg. Danach öffnet ihr euren jeweiligen Pilot-Client. Für die Leute mit Microsoft Flight Simulator ist das vPilot, also V-Pilot. Und für die mit X-Plane ist es X-Pilot. vPilot ist auf der linken Seite und X-Pilot ist auf der rechten Seite. Ich habe sie beide jetzt nebeneinander gestellt, um euch zu zeigen, dass sie einigermaßen gleich sind und auch selbsterklärend sind. Ich fange bei vPilot an. Das allererste, was ihr machen müsst, ist hier oben in Settings gehen. Und dort füllt ihr die wichtigen Informationen aus, wie eure VATSIM-ID, euer VATSIM-Passwort, euren kompletten Namen, eure Homebase, in meinem Falle ist das Dubai. Und dann setzt ihr den VATSIM-Server auf Automatik. Das gleiche ist bei X-Pilot. Dann könnt ihr weiter runtergehen zur Notifikation. Das ist euch überlassen, was ihr macht. Ich habe es komplett angelassen. Das heißt, ich bekomme Informationen, wenn ich
Textradio-Nachrichten bekomme oder eine private Nachricht oder auch einen sogenannten Cell Call, einen Selective Call bekomme. Das gleiche auch wieder hier in XPilot. Ganz wichtig ist der Punkt Audio. Dort müsst ihr euer Mikrofon einstellen und natürlich euren Output-Device, sprich eure Kopfhörer oder Boxen. Das gleiche auch wieder im XPilot. Jetzt kommen wir zu einer Sache, die es im XPilot nicht gibt, sondern nur im VPilot. Und das ist Push-to-Talk. Wenn ihr die Push-to-Talk-Taste festlegen wollt, dann macht ihr das bei VPilot hier, indem ihr auf Set New Push-to-Talk-Key geht. Ich habe es auf meinen extrem alten Logitech Extreme 3D Joystick gelegt. Ihr könnt es aber auch gerne auf jede andere Taste legen, die ihr wollt. Für die X-Plane-Besitzer mit XPilot, hier gibt es den Reiter Push-to-Talk nicht. Um hier die Taste Push-to-Talk zu belegen, müsst ihr in X-Plane in die Tastaturbelegung gehen und dort nach Push-to-Talk suchen und euch dann die Taste aussuchen. Und Miscellaneous, ich kann euch empfehlen, macht Automatically Squawk Mode Charlie on Takeoff, denn dann vergesst ihr auch nicht, den Transponder anzumachen. Dann gehen wir jetzt online. Bevor ihr das tut, solltet ihr euch einen Flughafen aussuchen, von dem ihr starten wollt, und ihr solltet auf einer Parkposition stehen, die frei ist. Dann öffnet ihr euren VPilot, geht auf Connect. Dort müsst ihr einmal euer Callsign, also euren Rufnamen eingeben. In meinem Falle ist es UAE 2 Tango Foxtrot, Emirates 2 Tango Foxtrot. Die Callsigns fangen immer mit drei Buchstaben an. Wenn ihr die Lufthansa nehmen würdet, dann wäre das DLH. Würdet ihr FedEx nehmen, wäre das FDX. Und dann könnt ihr eine Zahl nehmen oder Zahl plus Buchstaben. Hier kommt dann der Typencode rein, also sprich in meinem Falle der A339 für den Airbus A330-900 und dann drückt ihr auf Connect. Es wird auch gleich etwas lauter und schon sehen wir die Flugzeuge hier neben uns erscheinen. Das sind weitere Spieler, die jetzt auf dem Netzwerk verbunden sind. Hier drüben zum Beispiel noch ein Flieger. Auf der linken Seite sehen wir dann die ganzen Controller, die online sind. In unserem Falle wäre das Los Angeles Center auf der 135550 und Los Angeles South Departure auf der 124.30. Wir haben keinen Tower, keinen Ground und auch keine Clearance Delivery online. Hier unten stehen nochmal die 80s-Frequenzen, kann ich euch auch gleich zeigen. Wichtig zu wissen ist die Hierarchie der ATC-Controller. Von Clearance Delivery als unterste bis zu Center die oberste. Wenn kein Clearance Delivery da ist, müsst ihr euch bei der nächsthöheren melden. In dem Falle Ground. Wenn kein Ground da ist, bei der nächsthöheren Tower. Wenn kein Tower ist, müsst ihr euch für alles bei Approach melden. Wir müssten jetzt die Approach-Frequenz eindrehen und müssten auf der Approach-Frequenz nachfragen nach unserer Clearance, nach unserer Freigabe, nach unserem Pushback, nach unserem Taxi und nach unserer Takeoff-Clearance. Also alles das, was eigentlich Delivery bis Tower machen würde, übernimmt jetzt der Approach- oder Departure-Controller. Sollte der auch nicht da sein, übernimmt das alles der Center-Controller. Das ist ganz wichtig zu wissen, wenn man online fliegt, wen man dann ansprechen muss. Ansonsten, wenn ihr das nicht wisst, auch kein Problem. Fragt einfach. Schreibt eine kurze Nachricht an denjenigen und stellt einfach die Frage, muss ich mich bei dir melden? Die Leute sind zu 99,9% hilfreich und helfen euch. Wir sind im Cockpit des A330. Und ich möchte euch ganz gerne zeigen, es ist auf der COM1 gerastet die 122,8. Das ist die sogenannte Unicom Frequency. Das ist die Frequenz, auf der ihr sprecht, wenn kein anderer Controller da ist. Dann würdet ihr anderen Spielern mitteilen, zum Beispiel Emirates 2 Tango Foxtrot pushing back Los Angeles. Ich habe die Frequenz 133,80 für die 80s in Los Angeles eingestellt. Ihr habt zwei Möglichkeiten, diese zu bekommen. Entweder ihr macht einen Doppelklick auf Los Angeles 80s, dann erscheint eure 80s hier. In diesem Falle ist das die Information Zulu von 22 Uhr mit einem Wind von 250 mit 12, gastigen 19 Knoten, 10 Meilen, Scatter 2000 und so weiter und so weiter. Da steht auch drin, welche Bahnen in Use ist, da steht auch euer Altimeter drin, da steht alles Wichtige drin. Die zweite Möglichkeit ist, ihr macht das über die 13380.
Simultaneous ILS approaches in progress, runways 24 left and 25. Parallel approaches in progress between Los Angeles and Hawthorne Airports. So, ich habe es wieder ausgeschaltet. Also ihr seht, es gehen beide Möglichkeiten. Ich persönlich würde es immer hierüber machen. Ich schreibe mir dann auch die wichtigsten Sachen raus. Dann muss ich mir es nicht anhören. Wir stellen jetzt mal die 124,30 ein. Southwest 3697, taxi to parking via Alpha Alpha Echo, cross runway 24 left at Alpha. Alpha Alpha Echo to parking, cross 24 left at Alpha, Southwest 3697. Und wie ihr hört, die Frequenz ist aktiv. Das wäre jetzt die Frequenz, die ihr nutzen müsstet, wenn ihr von Los Angeles in diesem Moment losfliegen wollt. Selbstverständlich kann ich euch nur ans Herz legen, die Dokumentation der jeweiligen Pilot-Clients durchzulesen. In diesem Falle V-Pilot, die Dokumentation findet ihr auf der Webseite. Dort sind auch alle Informationen, die ich euch gegeben habe, plus weitere Informationen, wie zum Beispiel auch Commands, die ihr eingeben könnt, um gewisse Informationen zu bekommen. Hier in diesem Tutorial möchte ich nicht auf den Flugfunk eingehen. Das möchte ich jedem selbst überlassen, dass er das von sich aus lernt. Ich kann euch empfehlen, geht auf den Learning Center, geht auf die Aviation Skills und fangt an bei den Basics of Radio Communication. Da habt ihr auf jeden Fall das Basiswissen, was die Kommunikation angeht. Wie immer, sollten noch Fragen bestehen, dann stellt die Fragen gerne in den Kommentaren. Ich werde sie auf jeden Fall beantworten. Und das war's auch schon. Ich hoffe, dieses Tutorial hat euch geholfen, die aufregende Welt des Online-Fliegens mit VATSIM zu entdecken. Vergesst nicht, eure Erfahrungen in den Kommentaren zu teilen und natürlich Fragen zu stellen, falls ihr welche habt. Wenn ja, gerne unten reinschreiben. Abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Tutorials zu verpassen und klickt auf jeden Fall auf die Glocke, um benachrichtigt zu werden, wenn neue Inhalte von mir verfügbar sind. Bis zum nächsten Flug, bleibt sicher und habt eine großartige Zeit über den Wolken.